Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, wir sind in der letzten Folge Teil des Banditenlagers geworden, hier von Don Esteban. Ich muss jetzt einmal kurz nochmal gucken, wie die Steuerung nochmal funktioniert. Wie war denn das nochmal? Hey, das war du. Schleichen? Das war Spielen. Was hast du getan? Broga ist außer sich vor Wut. Ich denke, du kannst dich auf was gefasst machen, wenn er dich erwischt. So? Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Er rannte durch den Sumpf in den Süden und ward seitdem nicht mehr gesehen. Ist besser für ihn. Der Don will... Ach, weißt du, wenn ich es mir recht überlege, will ich es gar nicht wissen. Auch gut. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt einer von uns und schon auf gutem Wege zum Kämpfer zu werden. Nicht schlecht. Das ging ja ziemlich schnell. Weiter so. Ja, okay. Der Don ist ja jetzt weg. Das war aber auch eine Geburt mit ihm. Ich habe aber Angst irgendwie, dass wir... Hey, du! Was willst du? Schöne Grüße von Oskar, dem Schmied. Er hat mich dafür bezahlt, dass ich dir mal ein bisschen aufs Maul haue. Und weiter? Tja. Entweder du gibst mir jetzt mehr als Oskar, oder wir machen jetzt hier ein kleines Kämpfchen. Du kannst mich mal. Ganz wie du willst. Dann mach dich bereit. Gleich wird's dunkel. Zeit. Einmal kurz speichern. Ich speichere mal hier. Wie war denn das nochmal mit den Kämpfen? Weber Dings. Mist. Mist, ja, den krieg ich ja. Ja! Weiter! So. Ah, Mist! Ja! Ja! Rauf jetzt! So, komm, komm, komm. Den muss ich jetzt schaffen. Okay, wir haben es verkackt. Noch einmal. Ich musste erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Das war ein bisschen... ja, verkackt. So. Ja. Ja. Also, das Kämpfen ist alles andere als einfach. Alter! Das kann doch nicht sein. Nur noch am Verkacken. Und dass wir hier aber auch gleich den ersten Schlag abbekommen, sobald wir geladen haben, das ist auch ein bisschen. Ach komm! So. Alter, also wir, noch leben wir. Ich wollte schon laden. Ich dachte, ich fliege hier schon. Hm.
Ich bin da. Jetzt sind wir draufgegangen. Den will ich schaffen. Kann doch nicht sein. Komm. Ach komm, das kann doch nicht sein. Endlich mal was los hier. Ja. Los doch. Weiter. Ja. Wehe, ich verkack's jetzt. Los doch. Ach nein, wir haben doch... Darf doch nicht sein. So, ein Schlag hat er sofort irgendwie... Tja. So. Ach komm. So. Ja. Endlich mal was los hier. Okay, warte. Ach, ich drück doch. Jetzt aber. So kann's kommen. Ich bin nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay, diesmal haben wir ihn. So, wo ist sein Schwert? So, Domingo? Ein bisschen irre bist du schon, was? Warum hat dich der Don nicht gleich zum Kämpfer gemacht? Naja, das wäre ja auch etwas zu viel auf einmal. Okay, jetzt müssen wir aber schlafen. So, bis zum nächsten Morgen. Was haben wir eigentlich noch für Aufgaben? Ist ja jetzt eigentlich auch ein neuer Tag für uns. Also nicht nur jetzt im Game, sondern auch für mich eine neue Aufnahmesession. Ist das jetzt eigentlich alles meins? Ich habe jetzt keine Lust, mit ihm nochmal zu kämpfen. Was ist hier, wo sehe ich meine Quests nochmal? So. Fähigkeiten. Verhandlungen mit der Vulkanfestung. Das ist die komplette Map hier, die wir haben. Ne? Das ist von der Region. Quests. Okay, eigentlich doch schon sehr klein, die Welt. So, ich will das wieder die Kamera so haben, wie ich das möchte. Und, Domingo? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Axt. Nee, lass ich mal. Wir haben ja den Schädelspalter und die Armbrust aktuell. Jägerkleidung. Wir haben neuen Schild. Einen Witz erzählen können wir noch. Komm, lass mal den an Oscar anwenden. Wo waren das jetzt nochmal? Da. Oscar? Oscar. Ich fühle mich so komisch. Er sitzt den ganzen Tag nur rum und säuft. So sehr hab ich lange nicht gegessen. Na du Mistkerl, mein Schläger hat es dir ordentlich besorgt, was?
So aufregend war es auch wieder nicht. Ha, jetzt siehst du, was passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Entspann dich wieder. Die angespannte Stimmung im Lager scheint sich etwas zu legen. Gut so. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Ich ja? hab ihm... Wieso? Solange die Geschichte mit diesen verdammten unterirdischen Tempel nicht geklärt ist, sind wir immer noch in Gefahr. Ich möchte gar nicht wissen, welche Höllenbrut in den tieferen Gängen dieser Ruinen noch herumgeistert. Mir reichen schon die Biester, die ich bisher gesehen habe. Wie sieht's aus? Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Wie sieht's aus? Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Na schön, wenn's unbedingt sein muss. Bring mir was über das Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. Stärke, Schmieden, 100... Zeig mir, wie man schmiedet. Zunächst einmal werde ich dir zeigen, wie du Einhandschwerter schmiedest. Okay. Um ein Schwert zu schmieden, brauchst du einen Rohling. Zuerst machst du den Rohling an der Esse heiß. Wenn er glüht und der Stahl weich genug ist, kannst du ihn am Amboss zu einer Klinge zurechthauen. Dann kühlst du die Klinge ab, damit sie hart wird. Anschließend schleifst du sie am Schleifstein. Das ist alles? Du kannst auch einfache magische Schmuckstücke herstellen. Dafür brauchst du einen Goldschmiedetisch. Magische Stücke beziehen ihre Kraft aus dem Edelstein, den du einsetzt. Die Kunst besteht darin, den Edelstein in Gold einzufassen, um daraus einen Ring oder ein Amulett herzustellen. Okay, Schmiedenstufe 2? Ich will Bastardschwerter schmieden. Wie man eine Waffe schmiedet, weißt du ja schon. Aber um größere Waffen zu schmieden, musst du deine Technik ändern. Okay. Eine große Klinge kühlt schneller aus. Deshalb musst du schneller und präziser arbeiten. Fass den Hammer weiter oben an. Dann brauchst du nicht so viel Kraft und du kannst schneller arbeiten. Diese Präzision hilft dir auch beim Goldschmieden. So kannst du feinere und mächtigere Schmuckstücke herstellen. Okay, Schmiedestufe 3. Ich glaube, das möchte ich noch nicht. Warte mal. Wo waren die Fähigkeiten? Hier. Schmieden. Wo ist Schmieden? Hier? Ich kann Bastardschwerter schmieden und magische Dinge herstellen. Beim nächsten werden zwei Handschwerter und Amulette, magische Amulette. Kann ich aber auch ein stumpfes Schwert. Ich brauche einen glühenden Rohling. Das ist mir nicht geheuer. Goldschmiede? Bier? Pass auf, was du anfasst. Ja, ich will hier nicht einfach irgendwas anfassen. Gehst du mir jetzt mal, lässt du mich hier vorbei? Hallo? Ich möchte... zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hat er noch Rohlinge hier? So. Bolzen, Eisenrohlinge hat er jetzt nicht, ne? Zweier, Bastardschwert. Die Machete, 32 von 50. Was macht meins? Auch 32. Klingenschaden 20. Hier 28. Okay, meiner ist besser. Den hier möchte ich, den Bastardschwert haben. Oder wenn es noch... Wenn es bessere Sachen gibt, bessere Waffen, würde ich auch nehmen wollen. Okay, aber wir müssen jetzt einmal... Warte mal, wir haben doch bestimmt... Ne, wo war denn das mit den Quests? Ne, hier. Aktuell. Die Söhne von Tilda, Hafenstadt, den Fleisch abkochen. Wir haben noch einige Quests in der Stadt, die wir noch erledigt haben müssen. So, Ricardo. Ob der Inquisitor die Insel wieder verlassen wird, bevor wir hier alle ins Gras beißen? Manchmal glaube ich nicht mehr daran. Keine Ahnung. Also... Ich gehe mal von aus, dass wir ihn bekämpfen müssen. Also, dass wir gegen den kämpfen müssen. So, den besiegen, dass das irgendwie so ein Kampf zwischen zwei Lager sein wird. Dark, hast du was? Ich freue mich, dich in unserer Mitte willkommen zu heißen. Wir können deine Unterstützung gut gebrauchen. Warte mal, was habe ich jetzt genau für Fähigkeiten? Wir haben Erdschürfen, Tiere ausweiden, Schriftrolle erstellen, Siegel. Magische Siegel ermöglichen das Benutzen von magischen Runen. Ja, möchte ich nicht. Schlösser öffnen, Taschendiebstahl möchte ich noch lernen. Akrobatik möchte ich noch lernen. Schleichen haben wir gelernt.
Also, da gibt es noch einiges, was ich lernen muss. Oder will. Wie viel Gold haben wir? 597. Wie viele Lernpunkte? Eigenschaften. Ich habe noch neun Lernpunkte. Okay, die muss ich irgendwo sinnvoll investieren. Wir haben ja gerade gespeichert, wenn ich jetzt dahin gehe. Ja, Wolf, bleibe ruhig dort. Wenn ich jetzt dahin gehe, greifen die uns an oder kann ich mit denen reden? Einmal nochmal. Nee, hier. Du, das ist gerade ganz schlecht. Okay, ich bin jetzt Teil der Banditen. Die greifen mich jetzt nicht an. Also ich kann jetzt nicht mehr Teil der Ordenskrieger werden, oder wie? Finde ich gut. Ich habe genügend eigene Sorgen. Rudolf. Ah, da ist ja endlich jemand, den ich schicken kann. Redest du mit mir? Allerdings, unser Zwischenlager vor der Vulkanfestung wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Aber ich kann gerade niemanden entbehren. Ich brauche hier jeden Mann für das Bergen der Artefakte. Du wirst für mich zum Zwischenlager gehen und Severin von unserer Lage hier berichten. Wir brauchen Unterstützung, verdammt. Wo finde ich euer Zwischenlager? Wo finde ich euer Zwischenlager? Es ist ein alter Bauernhof. Er liegt südlich der Vulkanfestung. Von hier aus musst du nach Osten gehen. Verstehe. Okay, ich werde Severin deine Nachricht überbringen. Gut, ich werde Severin deine Nachricht überbringen. Aber beeil dich, wir sind schon seit Tagen überfällig. Ich hoffe, sie haben uns noch nicht abgeschrieben. Viel Glück. Auf verlorenem Posten. Okay. So, Rekrut, Rekrut. Braucht ihr Hilfe, Jungs? Ja! Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Die Biester müssen sterben. Alle. Okay, die tun mir auf einmal nichts mehr. Ist das ein Erdbeben? Ich glaube, das war ein Erdbeben. Okay, aber ich finde es jetzt doch interessant, dass also ab dem Moment, wo wir Teil eines Lagers sind, tun die uns nichts mehr. Wollen die uns nicht mehr zwangsrekrutieren. Reiselust nehmen wir mit. An die Igelratte, die mag ich nicht so. Kann ich nochmal zu Sarah unten gehen? Ich würde nochmal zu ihr hingehen. Ist das jetzt eigentlich schon mittlerweile zweiter Kapitel oder so? Wenn ich jetzt gucke. Immer noch Kapitel 1. Ich frage mich, ob Sarah jetzt was Neues zu berichten hat, zu erzählen. Oder ob sie überhaupt noch dort ist. Oder ob wir sie dann jetzt vielleicht in der Stadt sehen oder im Banditenlager. Bei den Inquisitoren würde ich, also bei den Weißen würde ich die nicht so gerne sehen. Sie ist noch hier. Du siehst gut aus. Danke. Okay, sie hat sonst nichts Neues zu erzählen, außer, warte. Bleib anständig. Überlege ich mir. Du siehst gut aus. Danke. Bleib anständig. Okay. Lass dich nicht unterkriegen. Ja. Bleib anständig. Okay, mehr hat sie nicht zu sagen. Bleib anständig. Ob wir das hinkriegen, kann ich nicht versprechen. So. Ah,
Aber sie hat uns ein Kompliment gemacht, dass ich gut aussehe. Also, dass wir gut aussehen. Das ist ja nett von ihr. Ich muss nur mit der Steuerung hier einfach irgendwie zurechtkommen. So, Neil, kann ich mit ihm nochmal reden? Was sagt er denn jetzt, dass wir Teil... Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. Okay. Wir sind denen jetzt mittlerweile egal. Weißt du, ich kann jetzt in die Stadt ein- und ausspazieren, wie ich möchte? So, einen Moment. Warte, war hier Severin? War er Severin? Ich habe vergessen, wer Severin war. Tristan, ne? Tellur? Warst du Severin? Hansen. Die Viecher will ich immer noch ungern kämpfen. Ich find's doof, dass wir nicht richtig sprinten können. So, das müsste dann, glaube ich, das zweite Lager von denen sein. Und das führt zur Stadt. Ich will gleich gucken, ob wir wirklich in die Stadt jetzt ein- und ausspazieren können, wie wir wollen. Einmal nochmal speichern. Na du? Hey, du! Stan! Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Was zwischen euch Banditen und dem Orden läuft, geht mich nichts an. Solange du keinen Ärger veranstaltest, kriegst du auch keinen. Was weißt du über dieses Gebiet? Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich passe hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Okay, den suche ich. Okay, wenn er hier ist, da sehe ich schon Monster. Ich glaube, das führt zur Ruine. Alter, wie viele sind denn hier von denen? Ich glaube, ich habe keine Wahl, außer gegen die Monster zu kämpfen. Stan, ich könnte gleich deine Hilfe gebrauchen, ja? So. Aber erstmal alles mitnehmen, looten, reiselos. Ich bin reiselos hier rumliegt. Da bewegt sich was da hinten. Das will ich mal nicht riskieren. So, was haben wir hier? Druidenschädling. Kraut. Pilz. Und noch ein Kraut. Noch eine Reiselust. Wie viele Reiselust? Ich habe aber auch Reiselust.
Ich hätte jetzt auch wieder Bock, mal irgendwie in Ausland mal zu gehen oder so. Okay, obwohl richtig im Ausland war ich jetzt auch noch nicht so wirklich. So, Beere. So. Sakura? Hallo, bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Eigentlich nicht, aber was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin losgeschickt worden, Pflanzen zu sammeln. Aber ich ruhe mich erstmal aus. Okay, kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Du darfst mir nicht helfen. Das ist nämlich für die Prüfung von Meister Abrax. Außerdem hilft Barry mir. Das reicht. Okay. Barry? Hi. Du bist Novize, oder? Du bist Novize, oder? Ja, das stimmt. Noch bin ich Novize. Hört sich so an, als würde sich das bald ändern. Das hier ist meine letzte Prüfung. Sobald ich die Pflanzen für Meister Abrax habe, werde ich Magier. Wer ist Meister Abrax? Wer ist Meister Abrax? Ein Magier oben aus der Vulkanfestung. Er ist der Letzte, dessen Prüfung ich bestehen muss. War gar nicht so leicht, ihn zu finden. Wieso? Na, weil er sich nie blicken lässt. Er hat sich in sein Labor verkrochen und verlässt es nie. Komischer Kauz. Okay, und was ist das für eine Prüfung? Was ist das für eine Prüfung? Ich soll ihm Pflanzen besorgen, hier aus dem Wald. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Nein, das muss ich schon alleine machen. Trotzdem danke für das Angebot. Okay, einen Moment, ich gieße eben noch ein bisschen Cola ein. Ein bisschen nachgießen. So. Wer ist das? Rekrut. Und das da? Auch noch ein Rekrut, okay. Aber gut, solche kleinen Quests können wir auch mehr machen. Alter, wie viele Viecher sind denn das? Bruce! Schweinescheiße, überall Schweinescheiße! Ich krieg hier noch Brechreiz! Was ist denn los? Was ist denn los? Hey Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum! Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen! Die Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Und da unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan der Grabmotten. Ich werde mich um die Grabmotten kümmern. Ich werde mich um deine Grabmotten kümmern. Mach schnell, dann muss ich nicht länger auf die Schweine hier aufpassen. Ich kann ihren Gestank nicht mehr lange ertragen. Okay, ich würde sagen, wir speichern das einmal in der Wildnis hier. Warte mal, kann ich... ne, das ist... Ich hoffe, ich werde... Ja. 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 So. Wirf doch endlich mal ein. So. Ja. Ja. Autsch. Ja. Alter, ich glaube, ich werde vorher nur drauf gehen. Ja. Da kommt noch einer. Ja. 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 Von 8. So, alles eingesammelt? Ich hoffe doch. Gibt's hier irgendwo einen Wassertrog oder so? Grünblatt? Irgendwas, was ich, essen kann oder so? Da sind noch ein paar oben, auf jeden Fall. So, Lebensenergie. Nochmal. Das hier auch Lebensenergie. So, das müsste jetzt erstmal reichen, hoffentlich. Weil nur noch zwei da oben sind. Hier ist aber auch so viel noch zum Einsammeln. So. Alle erledigt. So, der wird sich gleich freuen. Hier ist auch noch eine Ruine. Ich glaube, ich darf da aber nicht rein, ne? Sonst jagen die mich.
Oh, den haben wir auch noch vergessen. Okay. So, ich hoffe, der... Bruce? Die Grabmotten sind erledigt. Die Grabmotten sind erledigt. Na endlich! Dann kann ich die Schweine wieder alleine lassen. Ich bin übrigens Bruce, ehemaliger Gefangener der Hafenstadt und jetzt Rekrut des Ordens. Und Schweinehirt. Dank dir ist das jetzt vorbei. Hier, nimm diese Münzen als Dank. Okay, so, Minze. Warte mal, kann ich das eigentlich den beiden da verderben, wenn ich alle Pflanzen hier vorher einsammle? So, Ruben. Hey, ich bin Ruben. Wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen. Ruben, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache die Gebäude. Wir haben hier Vorräte und jede Menge Zeug aus den Ruinen. Aber die meisten wertvollen Sachen gehen in die Vulkanfestung. Ich schätze mal, in jedem Lager findest du einen Kerl wie mich. Einen, der dir besorgen kann, was du brauchst. Also stell dich gut mit mir. Sonst gibt's nicht mal einen kleinen Heiltrank. Okay, lass uns handeln. Lass uns handeln. Was hast du denn? Pfeil, Bolzen, kleiner Heiltrank, kleiner Mana-Trank, Wein, Lichtzauber, Pfanne. Ja, okay. Er hat nichts, was ich brauche. Zumindest aktuell. Rekrut. Barry, Bruce, Sakura. Sorry, muss er gerade. So, wer bist du? Ach, Ruben. Ah, ein Plünderer. Nix da, ich bin Abgesandter von Don Esteban, persönlich. Ha, ist das so? Ganz schön mutig, hier ohne deine ganzen Bandenfreunde aufzukreuzen. Ich bin Severin. Dieser Hof untersteht meinem Befehl. Halte dich von den Gebäuden fern und fang keinen Streit mit meinen Leuten an. Wenn du das beherzigst, wird sich niemand in deine Angelegenheiten einmischen. Klare Worte. Wie steht's mit den Ruinen? Wie steht's mit den Ruinen? Hier sind zwei hochgekommen. In beiden waren wir drin und haben uns geholt, was wir brauchen. Die obere ist allerdings mordsgefährlich. Einer der Novizen hat dort den Tod gefunden. Okay, und was habt ihr jetzt vor? Wir schicken jetzt die Kisten rauf in die Vulkanfestung. Mit den Ruinen hier sind wir fertig. Wir haben, was wir wollten. Und für ein paar Goldkelche werde ich nicht das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen. Außerdem kann ich nicht weg, solange diese diebischen Gnome hier herumgeistern. Aber wenn du dich in den Ruinen umsehen willst, tu dir keinen Zwang an. Achso, ich darf dann. Die Gnome machen dir Probleme? Allerdings. Diese miesen kleinen Kerle werden von Gold und wertvollen Gegenständen angelockt. Hast du schon mal ihre Kleidung gesehen? Sie haben überall an ihren Mänteln kleine Taschen angebracht. Ist mir nicht aufgefallen. Da stopfen sie alles rein, was für sie wertvoll aussieht. Sie klauen und plündern, was das Zeug hält. Wir sammeln auf diesem Hof, der uns als Zwischenlager dient, was wir aus den Ausgrabungen in der Umgebung bergen. Wenn wir auch nur einen Moment nicht aufpassen, ist alles weg. Kann ich dir bei deinem Gnomenproblem helfen? Ah, vielleicht. Eine Gruppe dieser diebischen Gnome hat sich in der Nähe nördlich von hier niedergelassen. Seit sie dort sind, kriege ich kein Auge mehr zu. Okay, es gibt doch noch mehr Ruinen auf der Insel. Natürlich. Die Dinger sind überall hochgekommen. Ein weiterer Trupp von uns ist im Westen unterwegs, um die Artefakte der Ruinen dort zu bergen. Rudolf mit seinen Jungs. Ich habe aber schon ewig nichts mehr von ihnen gehört. Ich weiß nicht mal, ob sie noch leben. Rudolf geht's gut. Er hat beide Hände voll zu tun bei der kleinen Ruine im Westen. Ja, sehr gut. Er lebt also noch. Das ist beruhigend. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Hier, nimm diesen Zauber als Dank von mir für diese gute Nachricht. Also ich hätte lieber... Ich weiß, dass Rudolf auf Verstärkung wartet. Aber du siehst ja selbst, was hier los ist. Er wird allein zurechtkommen müssen. Die heilige Flamme möge ihn beschützen. So, und um deine diebischen Gnome, kümmere ich mich drum. Ich hätte aber das nächste Mal bitte gerne Gold statt irgendeine Zaubersprudel. Ich werde deine diebischen Gnome erledigen. Das ist die richtige Einstellung. Ein Mann der Tat wird hier immer gerne gesehen. Viel Glück und lass dich nicht beklauen. Okay, aber das war jetzt nicht das, wo ich hin musste, oder?
Und ich darf da einfach rein in die Ruinen? Und irgendwo ist noch Broga, der uns Probleme machen will. Jetzt kommt er, wird unser Endgegner. Den werden wir noch wiedersehen, glaube ich. So, Vulkanfestung, Hafenstadt. Ich will eigentlich in die Hafenstadt. Das war doch der Weg, oder? Ja, das war der eine Weg in die Hafenstadt. Es wurde ja gerade gespeichert. Ich frage mich, ob ich die beiden hier erledigt bekomme. Ich sagte die beiden und es sind drei. Nein, in die falsche Richtung. Ach komm. Gleich sterbe ich. Ich brauche dringend ein Bett. Ach nö. Jetzt kommt er auch noch dazu. Leute, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Es kommt Ärger. Die Viecher gibt's wirklich überall. So. Das Viech verdient. Danke für eure Hilfe, Leute. So, wo war ein Bett, wo ich pennen konnte? Da hinten, ne? Ja, hier war ein Bett, das ich benutzen durfte. So, bis zum nächsten Morgen. Da können wir uns auch einmal um den Rest von denen da hinten kümmern. Ach, da ist die Straße. Aber wenigstens das eine Viech, das hier war, jetzt weg. Da haben wir noch ein Kraut. Und hier haben wir noch ein Grünblatt. Ein Grünblatt mit roten Blättern. Gibt es hier auch ein Rotblatt mit Grünblättern? So, jetzt ist die Frage, wie viele sind da jetzt noch übrig? Zwei müssen das sein, oder? Ne, drei. Eigentlich. Ne, es sind doch zwei. Ach, der kann einen Doppelangriff machen. Mit denen funktioniert das auch so. Die kann ich mit Schildern abwehren. Okay. Ich wünschte, ich hätte das viel, viel früher gewusst. So, hier haben wir eine Seemannskiste. So, mit Gold. 65. Fläschchen. Wildschweinfell. Zähne. Hat sich definitiv ein bisschen gelohnt. Gelöhnt. So, speichern. Weil ich wissen will, ob ich das da überleben werde.
Gegen die neuen Dodos. Ah, okay. Visiert auch den richtigen an. So. Okay, etwas kompliziert, aber okay, die Steuerung ist an sich so oder so kompliziert. Weil wenn wir hier jetzt den Weg frei machen, ist hier eine Höhle? Okay, schade, dass hier nur nichts drin war. Noch mehr von den Viechern. Ja, okay, gehen wir lieber den Hintereingang. Ich will jetzt nicht gegen so viele von denen kämpfen. Obwohl, hier ist ja schon die Vulkanfestung. Nee, das sagt nur in diese Richtung zur Vulkanfestung. Okay. Muss ich den Weg hier einfach weiter entlang laufen oder wie sieht's aus? Eine Minze. Ich glaube auch, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ich hoffe, da werde ich jetzt nicht angegriffen oder sowas. Ah, doch, diese... Diese Stachel... Stacheligel. Stachelratten. Okay, mit Schild ist deutlich besser. Definitiv. Vor allem mit so einem großen. Mit dem anderen konnten wir uns nicht so gut verteidigen. Ich guck mal, ob er hier irgendwo ein Bett hat. Das ich benutzen darf. Oder darf ich mich auf der Bank hinlegen? Schatztruhe, Truhe. Hier gibt's ein Bett. Was willst du hier? Ich will mich nur hinlegen. Fühle mich nicht so gut. Suchst du was? Ich gehe andersrum. Was willst du hier? Ich wollte mich doch nur hinlegen. Oh, eine Fackel. Krautstängel. Warum? Noch ein Krautstängel. Aha. Hier saufen und rauchen einige Leute heimlich. Rohes Fleisch. Ich speichere einmal, bevor ich das klaue. Oh, hier war ein Wasserfass. Ja, okay. Ich klaue mal den Apfel nicht, weil das ist zu weit oder zu nah, sagen wir so, bis es entdeckt wird, wenn ich das klaue. Warte mal, hier sind die Gobos. Die Gnome. Das sind bestimmt die Gnome, die er meinte. Nein, steck die Waffe nicht weg. So.
Alter. Und da hinten, die zwei werfen auf mich die ganze Zeit. Mist. Das war auch ein bisschen doof. Einmal hat er 1000 Mal auf mich draufhauen können. Das war ein bisschen doof. Verdammt, das kann ich jetzt nicht mehr klauen. Das Zeug haben wir aber. Warum muss Severin genau jetzt zugucken? Wohl, warte, wenn wir das damit machen, mit der Armbrust. Nochmal. Okay, die werfen alle was auf mich. Ah, nein! Alter, das geht mir so auf den Sack gerade. Das Kampfsystem ist aber auch echt beschissen. Ja, okay, jetzt könnten wir das mitnehmen. Okay, wenn wir jetzt da hochgehen, dann würde ich nochmal kurz davor speichern. Und dann nochmal angreifen. So, hier einmal speichern und hauen wir den aufs Maul. Komm! So, wie viele sind denn da noch? Nur noch der? Vier von sechs. Braves Wölfchen. Das wird übel. Ach komm. Severin. Hilfe. Okay, hier kann ich eben... einen Heiltrank zu mir nehmen. Oder ein paar mehr. Ja, komm, wie sieht die auch an? Nein? Ah, ich drücke immer das Falsche. Jo, endlich. Das gehört gespeichert. Wir haben das geschafft. Gegen so viele Gnome einmal. Und dann noch zwei Wölfe. So. Ist sonst noch was rum?
Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt hier drauf. So, wir bedienen uns mal an der Kiste hier, an der Truhe. Ah, nein! So. Mana-Pflanze? Kleiner Saphir? Ich dachte schon, das wäre magisches Erz. Die sind mir jetzt gerade ein bisschen zu nah. Alle geschafft. Nice. So. Hier liegt auch noch jede Menge Zeug rum. So, Beere. Was ist das da? Wichtelkappe. So, Braten. Ist auch wichtig, dass wir braten. Hm, riecht schon mal nicht schlecht. So, gebratenes Fleisch. Irgendwie seit Gothic, ich brate nur noch Fleisch. Das ist irgendwie wichtig. Fisch habe ich, glaube ich, selten gegessen. Mmh, lecker. So, ist das auch noch was zum Einsammeln? Nee. Severin, ich habe mich um deine diebischen Gnome gekümmert. Muss kurz überlegen, wie hießen die nochmal? So. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Okay, Ruben? War das der da? Ne, das war nur... Ich hatte gedacht, ja, du wärst Ruben. Ach, Arschloch. Halt die Klappe. Ruben. Du sollst mir eine Belohnung geben. Du sollst mir eine Belohnung geben. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. Okay, und lass mich raten, das kostet mehr als 200 Gold. Aber okay, haben wir erledigt. So, das da oben. Also, Vulkanfestung waren wir bisher jetzt noch gar nicht. Also... Außer einmal quasi zwangsrekrutiert, was ich da aber nicht machen wollte. Ich lasse mich doch hier nicht zwangsrekrutieren. Was bin ich denn? Innos-Anhänger? Auch wenn ich Feuer und so cool finde, aber... Ich bin kein Innos-Anhänger. Und es hat gespeichert. Grabmotten? Ich glaube schon. Ja, komm. Stachelratte. Dein Fleisch gehört mir. So. Ach komm. Ja. Ja. Die Steuerung ist manchmal... Ich habe es immer noch nicht ausprobiert, mit Controller zu machen. Mit Maus und Tastatur zu machen. So. Paul. Und, was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Und warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Und von welchen Viechern sprichst du?
Mit den Ruinen sind gefährliche Viecher aus dem Boden gekommen. Das sind Monster. Inzwischen treiben sie sich überall auf der Insel rum. Sogar hier. Hier? Ich sehe keine Monster. Ja, weil sie sich verstecken. Sie sind schlau. Bösartig schlau. Okay. Aber ich habe sie schon oft gehört. Irgendwo hier in der Nähe lauern sie. Hoffentlich bleibt es ruhig. So, redet er von den Monstern? So, kann ich die anvisieren? Listiger Gnom. Ich lass die mal erstmal in Ruhe. Ich glaube, die meint er. Ah, ein weiterer Freiwilliger. Nein. Obwohl, ich muss mit dem Inquisitor so oder so reden. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Die Cam ist ja mittlerweile da, nicht mehr dort. So ist eigentlich auch einfacher, weil ich öfters mal auch für Twitch immer in den Chat schaue und der Chat ist auf dem Bildschirm, wo die Cam jetzt vorsteht. So habe ich noch einmal umgestellt. So, es war vorher da und das war dann immer so kompliziert für mich immer wieder. Ich will in die Cam gucken, aber gucke dahin und dann so, warte mal, dahin. So, aber wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Leos und ciao.